Meine Kette weißt du von letztes Mal, liegt das so bei 4-5. Wir können sogar die klären. 10 Jahre jünger machen. 10 Jahre jünger? Auch Schakka, auch Schakka. Du kriegst dein Tattoo. Ich krieg Tattoo heute. Du kriegst ein Tattoo, auf den Nacken. Das musst du nicht sagen. So Leute, es geht los. Tattoo. Wie viel ist dein Outfit wert? Ne? Müssen wir auch verewigen auf der Haut. Jo Leute, was geht ab? Ich bin's Leon. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute sind wir hier in Flensburg, weil mich jemand eingeladen hat. Und zwar der Tattoo-Boss. Kennt ihr vielleicht von meinen anderen Videos. Und ja, wir stehen jetzt hier vor dem Geschäft, warten noch auf ihn. Er müsste jede Sekunde kommen, denke ich mal. Ich glaube, da kommt er auch schon. Alles klar bei dir, Mats? Alles klar, Leon? Ja, alles klar. Freue mich, dass du ein Schacker gekommen bist nach Flensburg. Ja, natürlich. Wenn du uns einlädst, warum nicht, ne? Gucken wir mal, was du hier so zu zeigen hast in deinem Tattoo-Laden. Du redest ja mal Tattoo-Laden und so geile Sache. Ich bin gespannt. Und ja, würde ich sagen, checken wir mal ab, ne? Das machen wir. Okay, Mats, du weißt ja, jeder, der zu mir kommt oder zu dem ich gehe, erstmal Outfit-Check, mein Lieber. So ist es. Was haben wir heute? Heute ist, bin ich ganz, ganz, ganz easy unterwegs. Ich habe komplette Hugo Boss Outfit heute an, außer den Schal, das ist von Armani, aber alles bis die Unterhose wieder, ne? Ah, okay. Hugo Boss. Das ist auch, finde ich, eine sehr, sehr gute, stabile Marke. Liegt auch in eine vernünftige Preisklasse. Immer sportlich was unterwegs. Was haben die Schuhe denn gekostet? Weißt du was, ich meine, die lagen bei, das muss ich umrechnen, weil ich habe die in Dänemark gekauft tatsächlich. Ich glaube, die liegt bei so 300, 350 Euro oder so, die Schuhe. 350 ist nicht schlimm, ne? Nö, das geht klar für ja, genau. Schuhe. Hose? 200 Euro. 200 Euro? Mhm. Gürtel hast du auch einen Bossgürtel, oder? Gürtel ist auch, genau. Auch ein Bossgürtel, ja. Was kostet der? Ich glaube, 1200 Kronen. Wie viel ist das? Das ist 150 Euro. 150, okay. Pullover? Der ist nicht vom Boss, oder? Das ist auch vom Boss. Ach, das ist auch vom Boss? Das ist auch Boss. Alles okay. Ist Hugo Boss. Ja, das ist auch Hugo Boss. Okay, was fahren wir dafür? Der war, ich glaube, 300 Euro. 300 Euro. Ja, 300, genau. Und dein Mantel? Und dein Mantel, der war bei 450, William. Ja, 450 meine ich. 450? Ja. Okay, dann dein Schal Armani, mein Lieber. Der ist nicht vom Boss. Nee, das ist nicht vom Boss, ne. Das kann ich nicht erinnern. Ach so, okay. Aber da weiß ich tausendprozentig, das weißt du, weil du bist ja Spezialistenpreisen. Ja, bei Emporio Armani habe ich lange nicht gehabt, aber ich schätze mal auch so. Uni kostet oder 100, 150, ja. Ne? Ja, kann sein, ja. Okay. Dann deine Kette? Meine Kette weißt du ja von letztes Mal, liegt das so bei 4,5. 4,5? Ja, genau. Okay. Okay, was haben wir noch? Handschuhe, Tasche? Genau, auch von Hugo. Hugo Boss. Ja, genau, liegt auch bei diesen, meine ich, 250 Euro. Das ist ein guter Preis für eine Tasche, ne? Ich finde, wie gesagt, Hugo Boss ist eine sehr gute Marke. Es ist stabil. Ich finde immer, man sieht immer vernünftig aus, Hugo Boss. Ja. Ist gute Qualität und ich finde, man kriegt sehr viel Qualität für den Preis. Normal. Okay. Handschuhe? Auch von Hugo. Hugo Boss. Ja, ich glaube auch, die liegen bei 150 Euro oder so. Ja, ja. Lederhandschuhe. Genau. Was haben wir unter den Handschuhen? Noch eine Uhr oder? Da habe ich die Day-Day dann, die kennt ihr auch schon. Ah ja, mit den Steinen, ne? Fully iced. Ice out, Day-Day. Mhm. 22 oder was hat die gekostet? Ja, genau, genau. 22. Und mein CCB-Ring habe ich auch immer noch an. Weißt du? Für den Stempel, ne? Für den Stempel. Okay. Die Dreifingerringe hat leider nicht gepasst bei unter die Handschuhe. Ja, nochmal. Okay, haben wir noch irgendwas am Outfit? Nee, nee. Okay, Outfitpreis bin ich jetzt hier einmal ein. Okay, Mats, was haben wir noch? Auto hattest du letztes Mal? Ja. X5, heute? Genau, ja. Letztes Mal hatte ich ja die neue X5 gekriegt. Den habe ich, ich fahre sehr viele Kilometer. Ja. Weil ich immer sehr viel unterwegs bin, wegen die Läden und so. Ja. Und ich verkaufe immer meine Autos, bevor die 80.000 gelaufen hat. Warum bevor 80.000? Ja, einfach, wenn du über 80.000 kommst, dann hast du schon große Preisverlust. Okay, und ich okay. Lease nicht mal ein Auto, ich kaufe die. Du kaufst die? Weil ich fahre so viele Kilometer. Ja. Ne, und guck mal, ich habe den Auto gehabt, knapp 2 Jahre, der X5, die hatte ich auch fabriksneu gekauft. Und dann nebenbei hatte ich ja auch den Lambo. Ja. Auch den vorigen Modell, als den, das ich jetzt habe. Das heißt, mit der hatte ich auch sehr viele Kilometer gefahren. So, ich fahre sehr, sehr viele Kilometer jedes Jahr. So, das war seit, dann hatte ich den verkauft. Und ja, ich bin sehr, sehr gut befreundet mit Bauer hier in Flensburg. Ja. Und ja, dann hat mein Verkäufer mir gegangen, erkennt meinen Geschmack und sagt, Matze, ich habe mein Biest reingekriegt, das ist genau was für dich. Okay, okay. Weil ich hatte auch geguckt bei Bentley in Hamburg auf einem Winterjäger. War auch super, aber die Farbe hat mir nicht gefällt. Da war blau und nee, das war... Das schwarz war auch, ist so dein Ding, ne? Genau, schwarz oder weiß. Okay. Und bist du zufrieden hier mit dem X6? Da kann ich nur sagen, eine Top-Wagen. Top-Wagen das ist die DM-Modell, Blackline,
Da hat 400 Diesel PS, da geht wie eine Monster, wiegt 2,3 Tonnen und bewegt sie wie eine Katze. Ja? Ja. Und verbraucht euch jetzt nicht so viel, weil es ein Diesel ist? Nee, wenn ich in die Sportmodus fährt, dann saugt er schon viel. Okay. Da ist, wenn ich auf die Eco Pro Modus fährt, dann ist das sehr vernünftig. Sehr vernünftig. Ja. Kann ich nur empfehlen, ein Topwagen. Was zahlt man dafür? Ja, es ist eigentlich eine Vollausstattung, wie gesagt. So ungefähr bei der 140. 140? Ja, genau. Okay. Vollausstattung, das heißt, er hat auch hier diesen Totwinkelassistent, ne? Das hat es auch, okay, ja. Jetzt kannst du selber parken, jetzt kannst du selber fahren. Okay. Also, du kannst sitzen mit deinen Freunden im Auto und dann kannst du ein bisschen Küche-Müche machen und er fährt selber. Ah, okay, das ist nicht schlecht. Das ist auch ein Vorteil. Ja, okay. Dann würde ich sagen, du hast mich ja eingeladen, um hier so ein bisschen deinen Laden zu zeigen. Du sagst, du hast besondere Sachen drin, ne? Genau. Zeig mal ein bisschen von draußen, Zaka, das ist der Laden hier, ne? Ja, also hier, Tattoo Fashion hat ja eine ganz besondere Geschichte. Das hier war die allererste Laden in der ganzen Kette. Ja. Hier hat das alles angefangen und damals, und wie gesagt, wie ich schon mehrmals erwähnt habe, wir sind ja die größte Tattoo-Kette der Welt. Ne, und ja, und hier ist das alles angefangen. Nein, damals heißt das Fashionista, das war ein reiner Klamottenladen. Okay. Und die ganze Möbelmang darüber war ein Ralph Lauren Design. Habe ich dann irgendwann verkauft. Ich hatte auch einen Online-Shop gehabt, hat auch gut gelaufen. Aber damals, ich hatte einfach nicht die richtigen Märkte, das war unmöglich. Ja. Und wenn du die richtigen Märkte nicht hast, dann kannst du das vergessen. Dann habe ich das verkauft, dann großen Umbau gemacht und später habe ich den Tattoo Fashion aufgemacht in einem ganzen Raum oben, was jetzt weg ist, weil jetzt habe ich halt die Wände weggemacht. Und ja, und dann ist das von ein Laden zum zwei Laden, zum drei Laden, zum vier Läden und dann, ja. Okay. Und jeder Laden, der aufmacht, da gehst du ja immer hin und sagst so, Jungs, sieht gut aus, könnt ihr aufmachen oder Jungs, die Scheiße auch, macht zu den Laden. Nee, das ist schon alles professionell mit Vertrag und ein ganzes Konzept, wie das alles hochgebaut werden soll. Und ich sage immer, ich bin kein Sheriff, jeder hat so ein bisschen einigen Geschmack. Ja. Was ich natürlich sage, ist ein Muss, das ist unser Logo, das ist die Gold auf Schwarz. Ja, ja. Da darf nicht gespart werden, also man soll da auf jeden Fall damit rechnen, wenn man eine schöne Tattoo-Stude aufmacht von Anfang, muss man Minimum damit rechnen, 50.000, 60.000 Euro. 50.000. Also diese Leute, die können dann Tattoo-Stude aufmachen, nur mit ein paar Stühle für 20.000 Euro, dann gehören die sich auf jeden Fall nicht in Tattoo Fashion. Okay. Ne, weil das ist wichtig, nicht nur, dass die Qualität gut ist, dass man auch als Kunde kriegt dieses Wow-Gefühl. Ja, ja. Ne, wenn man reingeht, denkt man, wow, hier drin ist schön, hier fühle ich mich wohl. Da ist Professionalität von der Shopmanager, zum der Künstler, zum der Lehrling. Gutes Service. Und alles ist sauber und top und nach die Hygienekonzept. Ja, okay, interessant. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal rein. Du zeigst uns mal, was wir da so haben. So machen wir das. Ich sehe auch hier schon vorne Zahnauffällung. Also es gibt hier nicht nur Tattoos, sondern du kannst auch Zähne auffällen, Tattoos entfernen, Kosmetik machen. Wir machen alles hier. Alles. Wir können sogar die klären. 10 Jahre jünger machen. 10 Jahre jünger? Auch Schakka. Und wir können auch Schakka, weil ich habe gesehen, er ist sehr, sehr gepumpt. Respekt dafür, Schakka. Ja. Habe ich ja sein Instagram heute gesehen. Und ich habe immer Respekt für einen anderen Sportler. Ja. Und er sieht ja top aus, da kann ich nur sagen. Ja? Das war eine 8-Pack, was er mein da Lieber, hatte. Das muss ich rausschneiden, so wie du ihn pusht hier, ne? Ja, das ist ja die Wahrheit. aber wir haben ja auch eine Maschine, das heißt Slim Fit. Ja. Und das wird übergemacht, ne? So, weil Schakka sagt, er ist ein bisschen Off-Season, kann einfach hier kommen, ein paar Mal in die Woche. Das verbrennt 3000 Kalorien in 15 Minuten. Das ist 3000 Kalorien. Deswegen muss 48 Stunden gehen, bevor du das wieder benutzen kannst. Okay, okay. Ich dachte erst, das war ein Scherz, habe ich das gemacht. Hast du das Maßgerät umgemacht? So ein Maßband? Ja. Und das war schon 2,5 Zentimeter weniger, als wo ich 15 Minuten bevor ich... Echt? Ja, genau. Okay. Das ist heftig, die Maschine. Ich glaube, ich muss da gleich mal ran. Du hast auch eine Chance. Ich muss da rein, okay. Okay, so, das ist jetzt dein Tattoo-Laden. Ne? Ich sehe, wir haben hier viele Sachen. Ja. Zeig mal ein bisschen rum, Zaka. Was haben wir hier alles, Mats? Erzähl mal. Ja, das ist ja alles custom gemacht. Alle meine Läden, genau wie meine Schmuck und so, wie du weißt, ist alles, ich mag gern, alles lieber, das muss alles custom gemacht werden. Ja. Tresen ist custom gemacht werden. Alles ist reingebraucht für die Kaffeemaschine, für die Kühlschrank, die Tresen ist komplett custom gemacht. Alles selbst gemacht, also alles. Ja, genau. Das kann man nicht so kaufen, sondern das ist alles selber designt. Selber designt, genau. Okay. Und natürlich mit meinen Hauptfarben, ne, das ist die Gold auf Schwarz. Ja. Ich liebe ja Gold, das glaubt, das weißt ihr schon. Ja. Und ja. Okay, lass uns mal, zeig mal so ein paar Favorites von dir, wo du sagst, oh, da wurde viel Mühe reingesteckt, das hat eine Geschichte. Ja, also erstmal, der hat viele Geschichten. Der hier? Ja, ja. Das war 2015, da hatte ich meinen Debütkampf gehabt in K1. Ich habe gegen einen guten Gegner gekämpft, da war englischer Meister im Boxen, hat 12 Boxkämpfe gehabt.
hatte nur 3 verloren. Ja. Und hatte 4 oder 5 Muay Thai-Kämpfe gehabt, hat auch mehrmals in Hamburg gekämpft. Ja, und alle Leute dachten, dass ich den Kampf verloren würde. Da habe ich aber bei K.O. gewonnen in 2. Runde. 2. Runde K.O. Das bist du. Das war ein großartiger Abend, ja. Da war ich ein bisschen emotional da. Ja. Das sieht man. Nicht schlecht. Ja. Ja, dann habe ich, die Wände sind materialische Putz, heißt das. Das ist wie Marmor auf die Wände. Da wurde schon wieder da wurde eine Streichtechnik angewendet, ne? So ist das. Ich glaube, 10 Mal ist das übergegangen. Ja. Dann habe ich die Kronleuchte in der Deckel und so. Ich liebe die Deckel so hoch. Und ich finde auch das auch geil, dass die Kunden kann einfach hingehen und dann können die direkt selber auf den Computer benutzen, wenn die irgendwie Vorlagen oder sowas tun will. Weißt du? Ah, okay, dann kann man so ein bisschen surfen, was raussuchen. Ja, genau. Dann kann man sich Motiven aussuchen. Ja. Der Tresen ist hochgebaut, Natursteine mit Glimmer drinnen. Achso, so war das vorher? Ja, genau. Da geht die ganze Umbau los. Da hatte ich die ganze Klamottenladen weggemacht. Achso, hier, zeig mal ein bisschen rein, Zacker. Ja. Massage, genau. Die LPG auch, was auch ganz bekannt ist. Das macht ihr, das macht ihr 10 Jahre jünger. 10 Jahre, okay. 10 Jahre. Bevor ich nach Kellerreitjada gehe, komme ich nochmal her. Hier ist die Maschine für Schacker. Hier die Maschine für Zacker. Schacker, ja, für die Slimformer. Wird geteilt über die ganze Körper und der Verband zerzählt wie 3000 Kalorien. 3000 Kalorien verbrenne ich. Ja, das verbrennst du. In 15 Minuten. In 15 Minuten, genau. Mein Lieber. Das ist so. Ich glaube, ich komme jeden Tag her, mache einmal das, dann nehme ich viel ab, ne? So ist das. Wir können Rolex wetten. Wenn du den Maßband drauf hast, hast du schon 1 Zentimeter weg danach. Echt? Okay, nicht schlecht. Und schwitzt man dann noch richtig, oder? Ja, du musst, das was es macht, ist, dass die Laser geht rein, schießt in die Fettpartikel, heißt das Fettpartikel auf Deutsch? Ja. Ja, genau. Und dann musst du dann auch danach zum Sport gehen. Und dann schwitzt du das raus. Ah, okay. Das heißt, das Fett wird so ein bisschen gelöst und dann genau. Schwitzt du es aus sozusagen. So sieht's aus. Okay, nicht schlecht. Okay, was haben wir noch? Also das war jetzt ein Massageraum, ja, genau. Kosmetik bietest du auch an, ne? Alles, ne? Die mag alles, Nadja. Okay, alles, okay. Die mag alles, ja. Und das hier ist Preisen, wir haben gewonnen durch das Seil. Wir haben so viele Preise, wie am Anfang, da hatte jemand alleine hier gestanden, da war ich Shopmanager. Da habe ich den Job quasi gemacht, was Romy macht. Und Romy ist aber auch Lehrling hier, sehr, sehr talentiert. Und da hat Dubi und ich erst angefangen hier zu arbeiten in 2012. Und wir sind zum jeden Messe, jeden Tattoo-Convention, wir waren oft in Frankfurt, wir waren in London, wir waren in Kopenhagen, wir waren in Bukarest, wir waren überall sind wir rumgereist. Und Dubi hat knapp jedes Mal einen Preis mitgenommen und das ist nur ein kleiner Teil von dem. Und dann bin ich auch selber Veranstalter von der Tattoo-Convention hier in Flensburg seit 5 Jahren. Ah, die große Tattoo-Messe hier. Ne? Da bist du Mitveranstalter? Bin ich Veranstalter, ja. Okay. Ja. Okay. Und das wird wieder nächstes Jahr, dieses Jahr wollen. Wir haben das gerade verkauft. Aber die wollten dieses Jahr das machen, konnten nicht wegen der Corona. Und ich glaube, nächstes Jahr kommt das. Nächstes Jahr wieder. Aber eine sehr schöne Messe. Kann ich nur alle Tätowierer empfehlen, dahin zu gehen. Wenn man Tätowierer werden muss, dann muss man zeichnen können. Sehr gut zeichnen können, ne? Das muss man. Also die Ausbildung hier bei Tattoo Fashions Konzept, da dauert die Ausbildung 3 Jahre. Lernt man richtig zeichnen noch, oder? Also das Beste ist, wenn du, ich nehme nur Lehrlinge rein, das schon eine Kunstschule gemacht hat. Ach so, okay. Kann jede Franchise-Unternehmer aber selber. Franchise-Nehmer, ja. Ja, genau. Das können die selber entscheiden. Aber für mich in meinem Studio, also das hier in Sünderburg und Husum, dann müssen die erst zum Kunstschule gegangen haben und dann können die dann anfangen. Okay, das heißt, wenn man hier zu dir geht, haben wir nur Profis. Das ist nur Profis. Ich sag, wenn man zum Profession geht, hat man nur Profis. Okay. Das ist ganz wichtig. Okay. Das ist Dubi, der Profi. Genau, der Profi, ja. Da heißt André Tiron auf Instagram. Ja. So für Leute, für schöne Tattoos interessiert, gib ihm mal ein Like. Okay. Oder ein Follow. Und das ist Lisa. Lisa ist gerade ausgebildet geworden. Wie lange ist das hier, Lisa? Ja, September bin ich fertig gewesen. Okay, September. Ja, genau. Da haben wir sie alle überrascht. Da haben wir uns alles versteckt in der Lage und hat sie hier überfallen knapp. Ah. Dann hat sie ihr Diplome gekriegt nach 3 harten Jahren. Das war keine leichte Zeit, aber das hat sie geschafft und ist eine sehr, sehr gute Künstlerin. Ich bin sehr stolz und sehr froh, sie zu haben hier im Laden. Ja. Immer zuverlässig. Die Kunden mögen sie auch sehr gerne. Das ist gut, ja. Ja. Ja, hier oben, früher, wo wir angefangen haben damals, da war nur dieser Raum. Ja. Das war abgeschnitten mit Wände, das sieht man auch, das habe ich alles weggerissen. Und ja, jetzt habe ich auch 2 Stühle hier oben. Ich kann auch 3 machen unten. Manchmal habe ich auch 5, das sitzt auf einmal tätowiert. Und hier oben wird auch Sandbleaching gemacht, genau wie in Hafen City. Okay. Das wird auch in Preetz. In Preetz würden die auch das machen. Wir haben eine sehr gute Kooperation mit den besten Herstellern. Das ist die beste Lampe auf dem Markt. Die Szene wird so weiß. Ja.
Nacken. Also so eine Behandlung kann ich auch nur empfehlen. Und ja, Laser machen wir auch, das machen wir aber jetzt nicht mehr, weil das war ja, ist ja verboten ab die 1.12. Jetzt dürfen nur Ärzte das machen. Und das, ach ist so. Sehr, das ist sehr ärgerlich. Ich habe die große Grundkurses gemacht. Achso, Laserschutzkurs. Ich habe okay. Die genau, und auch mehr Kurses gemacht, aber ist alles eine Frage der Kohle. Die Ärzte haben natürlich gesehen, da war viel Geld drin und dann haben die natürlich sehr viel Politik gemacht. Ja. Und dann haben die leider gewonnen und jetzt darf keiner andere Unternehmer machen das der Arzt. Das Lustige ist, dann kommst du zum Arzt, du willst gelasert werden, dann machst du eine von den Krankenschwestern das. Die haben ja nicht mal die Ausbildung. Ja. Und das ist sehr ärgerlich. Okay. Aber und Laser bedeutet Tattoo-Entfernung? Nee, Tattoo-Entfernung. Aber wir benutzen die dann tatsächlich immer noch für Carbon-Peeling. Ne? Und das ist auch eine sehr gute Behandlung. Mache ich auch einmal im Monat, kann ich auch nur empfehlen. Halte dich immer jung, Leon. Da wird man 10 Jahre jünger, ne? Das ist so. Okay. Du musst in 10 Jahren nochmal herkommen und dann machen wir mich wieder. Machen wir wieder richtig, richtig jung. Richtig frisch wieder, ne? Genau. Okay. Dann haben wir Tobias jetzt, er ist Lehrling bei uns. Moin, Tobias. Wie läuft's? Ja, läuft. Super. Der Tobias ist auch ein sehr guter Graffiti-Maler. Ja. Sehr bekannt hier in Flensburg für seine Kunst. Ach, hier auf dem Weg, hier die ganzen Wände, das war er oder was? Das, mehr, ach, nicht nur er, aber er hat sehr, sehr, sehr bekannt dafür in Flensburg. Okay. Sogar die Bürgermeister hat seine Arbeit geteilt, was wir sehr stolz darüber sein. Wir haben hier eine gute Bürgermeisterin hier in Flensburg. Okay. Ja. Wir haben gute Behörde. Ich bin gut mit der Behörde. Du bist gut mit denen, ne? Bin ich. Okay. Die sind gut und fair und ich finde auch durch diese ganze Corona-Zeit haben die wirklich alles getan, das leichter für die Unternehmen zu machen, okay, und die Selbstständigen. Ne? Ja. Und die können natürlich nicht dafür, was der Landesregierung stimmt. Ne? Hier haben wir die guten Flo. Flo, moin. Schockmaker hier, und Pierce. Der macht die Löcher rein hier. Ja, da macht die Löcher rein. Okay. Da kann der gleich ein Teampiercing machen. Ja. Ein Teampiercing? Oh, ja. Nee, das ist nichts für mich. Aber vielleicht für Schacker. Vielleicht für Schacker, ja, ja. Er nee. Wollte auch hier eine Brust. Ja, machen. Das ist gar kein Problem. Okay, Zacker. Habe ich dir gerade geklärt, auf den Nacken schön. Ja, das geht auf den Nacken. Auf den Nacken, perfekt. Okay, wie sieht das aus mit Tattoo? Ja, du kriegst ein Tattoo. Ich krieg Tattoo heute? Du kriegst ein Tattoo, auf den Nacken. Aber das musst du nicht sagen. Auf den Nacken, auf deinen Hand krieg ich ein Tattoo. Du kriegst den. Aber ich will dann hier beide Arme hier, ne? Das ist kein Problem. Kriegen wir hin? Wir machen das, was du haben willst. Okay, machen wir gleich, Leute, ein schönes Tattoo hier. Wie viel ist dein Outfit wert, ne? Einmal verewigen bei mir, ne? So ist das. Freut mich, dass du das hier bei Tattoo Fashion machst. Ja, natürlich. Ja. Erstes Tattoo natürlich bei Tattoo Fashion. So ist das. Und dann auch direkt hier im Flagship Store, ne? So ist das. So, Leute, es geht los. Tattoo, ne? Hier und hier. Was muss ich jetzt machen? Aber mein Lieber, ich wollte ein Tattoo haben, keine Rasur. Okay, aber das geht's auch nicht. Das geht's nicht ohne, weißt du? Bist du nervös, Leon? Ja, ein bisschen, ne? Das müssen wir machen, ne? Für die erste Tattoo. Sehr wichtig. Aber hier soll das ja nicht wehtun bei Tattoo Fashion, ne? Nein, nein, nein. Hier tut nichts. Okay, okay. Das sind nur Kaugummi-Tattoos hier. Also okay, okay. Ohne Schmerz. Es geht los, Leute. Was sagst du, Zacker? Gut. Ist gut, ne? Ja. Ich würde niemals so rausgehen mit so einer glatten Haut als Mann. War mir ganz schwer. Das ist schwierig für einen Mann ohne Haare. Bei ihm, bei meinem Kollegen Zacker, der rasiert sich immer im Sommer. Echt? Weil er denkt, dass die Sonne dann mehr einschlägt und er brauner wird. Okay. Aber stimmt nicht, ne? Weiß die Sonne nicht, kommt ja auch Theorie, so. Weißt du? Okay, okay. Vielleicht ist es nur eine Theorie, keine Ahnung. So, Leute, es geht los. Tattoo. Wie viel ist dein Outfit wert? Ne? Müssen wir auch verewigen auf der Haut. Das tut. Oh, jetzt tut das weh. André, mein Lieber, ich dachte, das tut nicht weh heute. Bisschen, ne? Bisschen muss, ne? Bisschen. Ohne Schmerz geht's nicht, leider. Ohne Schmerz geht nicht, okay. Endergebnis zeige ich euch nachher. So, Leute, Tattoo ist fertig. Wie viel ist dein Outfit wert? Ihr wisst Bescheid. Natürlich habe ich mir kein echtes Tattoo machen lassen. Ich wollte nur mal abchecken, wie das so aussehen würde. Aber was sagt ihr? Gefällt es euch? Schreibt mal in die Kommentare rein. Bei 10.000 Likes mache ich mir ein echtes Tattoo. Also wenn ihr 10.000 Likes da lässt, gibt es ein wie viel ist dein Outfit wert Tattoo. So, Mats, dann erstmal vielen Dank für das Interview. Ne? Ich habe so Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr Lust hatte, hier den ersten Hauptladen von Tattoo Fashion zu sehen, ja, dass ich da drin Interesse hatte und ja. Ja, fand ich auf jeden Fall auch sehr interessant, wie so ein Tattoo-Studio aussieht. Ich habe ja noch gar kein Tattoo, gar nichts. Ne? Wie ist deine Meinung von der Studio? Also ich muss sagen, also ich würde mich hier wohlfühlen. Ne? Es sieht alles super aus, schön aus und auch edel. Ne? Sehr reinig auch. Und auch sehr sauber. Ja, genau. Das ist nämlich richtig. Das Ding. Ja. Weil wenn man irgendwo hingeht, sich stechen lassen möchte, oder es ist wie im Restaurant, du gehst nicht irgendwo essen, wo es nicht gut aussieht. Mhm. Ne? Und du hast auch einen eigenen Energy-Drink. Ja, das haben wir schon seit Jahren. Tattoo Fashion schmeckt besser als Red Bull. Schmeckt besser, sagst du. Mhm. Okay. Du kannst ja mal testen. Ich teste, aber ist auch zuckerfrei, ne? Das ist nicht zuckerfrei.
Mein Lieber, willst du mich dick machen hier oder was? Wir haben ja die Slimform. Ach so, die Slimform. Ja, ja, okay. Ja, okay, super. Dann, das ist ja so Schacker gegen. Das ist ja so, ja, für Zacker. So geschweddet, der Kandidat, das kann das ab. Ja, der kann das ab, das stimmt. Okay, Mats, dann vielen Dank fürs Interview nochmal. Ich hab zu danken. Leute, checkt das gerne in der Videobeschreibung ab. Tattoo Fashion Flensburg, ne? Whatever you think, we ink. Genau, wenn ihr, das ist unser Slogan. Wenn ihr vorbeikommt, sagt, ihr habt euch im Video von Leon gesehen, kriegt ihr hier nochmal einen Red Bull auf den Nacken von mir. 100%ig. Perfekt. Okay, super. Vielen Dank. Ich hab's zu danken.